Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist der Daniel und ich bin der Sascha und wir erzählen euch heute was über den 27. Dezember. Heute am 27. Dezember habe ich noch immer so ein Völlegefühl, weil ich so viel gefressen habe. Ja. Am Weihnachten nur fressen und saufen? Nee, ich ja nicht. Nee, gar nicht so. Ja, gut. Nee. Hast du gefastet über Weihnachten? Ach, meistens. Ja, natürlich, ist ja klar. Ja, heute am 27. Dezember haben wir auch ein berühmtes Geburtstagskind. Das ist Guido Westerwelle. Guido Westerwelle von der FDP. 2016 verstorben an Leukämie. Ja, aber Außenminister gewesen und lange Zeit Generalsekretär der FDP 1994 bis 2001 und Bundesvorsitzender gewesen 2001 bis 2011, immerhin 10 Jahre. Ne? Ja. Man kennt den Guido noch mit der 17 auf dem Schuh unten. Kennst du das noch? Nee, was war das? Bei irgendeiner Wahl hat er die 17% vorausgesehen sozusagen und hat dann irgendwie die 17 und hat bei einem Interview unten die 17 auf dem Schuh so gehabt und hat es immer so in die Kamera gehalten, die 17. Total bescheuert, ganz ehrlich. Und ich glaube, er hat die 17 sogar gepackt irgendwie. Ich bin nicht ganz sicher. Okay. Aber es war die 17 irgendwie, die 17 auf der Schuhsohle. Mhm. Total bescheuert, die Idee. Geht aber egal. 17. Ja, genau. Aber am 27. Dezember war noch was anderes. Ja, und zwar im Jahr 2000. Es tauchten Wurstwaren, eigentlich als Rindfleisch-Wurstwaren deklariert, mit Pferdefleisch. Bestandteil. Das war der Gammelfleisch-Skandal. Nee, das war der Pferdefleisch-Skandal. Pferdefleisch-Skandal? Ja, und zwar in 4 von 5 Wurstproben aus dieser Zeit wurden Pferdefleisch-Bestandteile in Rindfleischwürsten. Wobei ja eigentlich Pferdefleisch als Delikatesse gilt. Es gilt nicht nur als Delikatesse, es ist auch viel, viel sauberer als Rindfleisch. Ja, aber damals, weil es falsch deklariert war, waren wahrscheinlich alte Gäule, die da irgendwie verarbeitet worden sind. Ja, ja, dann war doof. Es gibt ja diesen Spruch, gestern noch geritten, heute schon mit Fritten. Getreu dem Motto. Ja, genau. Ja, das war damals, in 2000 war das halt einfach mal, am 27. Dezember ist das rausgekommen, kurz nach Weihnachten. Vor Weihnachten wäre blöd gewesen, weil da hätte man die ganzen Sachen nicht noch verkaufen können. Ja. Ja. Aber am 27. Dezember 1946 hat Albert Einstein seine Gravitationstheorie vorgestellt. Oh, wow. Gravitation, sagt ihr was? Sagt mir was, geht ungefähr so. Genau. Die Gravitationszahl ist, weißt du das? Boah, jetzt wird gut. Keine Ahnung, was. 9,81, damit berechnet man die Gravitation. Ja, wenn man irgendwas berechnet mit Gravitation, dann ist immer irgendwie 9,81 mit dabei. Ich bin ganz froh, dass es die Gravitation gibt. Ich muss mir ständig mit der Leiter rumlaufen. Ja, ist auch blöd. So viel wie mir runterfällt, wird ja dann hochfallen. Aber wenn die Gravitation es nicht gäbe, dann wäre ja auch egal, wie schwer man ist. Ja, dann wäre auch wieder gut irgendwo. Andererseits wäre man dann aber auch weg, weil man wird ja abdriften, oder? Ja, dann hättest du ja ganz andere Erfahrungen. Ach so, und ja, so gesehen? Wenn du ohne Gravitation aufwachsen würdest, dann würdest du ja immer in der Schwerelosigkeit leben und dann würdest du sagen, anders will ich es auch nicht mehr haben. Ja, ich glaube nicht, dass mich das überzeugt. Aha, okay. Aber etwas war auch noch am 27. Dezember. Ja, 1960 in Liverpool. Die Beatles haben ihren ersten Auftritt gehabt. Juhu! Das ist ein Knaller, gell? Das ist ja klar. 1960 haben die... Das ist das Tageshighlight, kannst du mir sagen, was das ist. Ja, die Beatles waren schon cool. Ja. Ja, also wir haben jetzt Hits wie... Waterloo. Money, money, money. Ja, genau. Oder hier Rasputin. Ra, ra, Rasputin. Ja, zum Beispiel. Auch von denen. Ja, ja. Oder die anderen halt, ne? Die ganzen großen Beatles-Hits, alles Nummer 1, Bad. Billie Jean. Das alte englische Volkslied von den Beatles, dieses ganz alte. Ja. Rosemarie, warum hast du denn einen ritzeroten Rock nicht an? Ja, genau, das ist von den Beatles dann interniert worden. In Liverpool, bei dem... ersten Auftritt. Wie das schön, dass man mal Scheiße labern kann. Nee, aber die Beatles waren echt. Also für mich sind sie. Natürlich. Für mich sind sie auch. Ja. Was denn? Gut. Ja, sind schon ganz okay. Paul McCartney lebt ja noch sein Leben. Die anderen. Schade, schade. Ich sag bis morgen. Cheerio, Miss Sophie. Dann sehen wir uns am 28. Dezember. Haut rein, Jungs.